Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Packtour-Bewerbung auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Bluefire aka Dennis. Dem Metaro wird es immer wieder freuen, wenn ich das sage. Der feiert das immer schön ab. Und heute sind wir in Subnautic Exploration von Biertastic. Der hat uns diese Packbewerbung zukommen lassen und die möchte ich heute mit euch zeigen. Ist ein etwas älterer Pack, glaube ich, zu sagen können. Ja, von 2020 ist dieser Pack. Ist ein Contest gewesen von Channel 5 Gaming. Da ging es um einen Action Coaster Contest. Welche Platzierung der jetzt da gemacht hat, wird er wahrscheinlich uns dann hier unten in den Kommentaren sagen können. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und dazu gibt es auch eine kleine Geschichte. Die möchte ich gerne mit euch kurz durchgehen und auch mal lesen. Die steht auf Englisch. Ich habe es mir mal auf Deutsch übersetzen lassen, weil mein Englisch ist nicht gut, aber so ein bisschen lalala. Aber jetzt zur Geschichte zu diesem Park. In den Tiefen des Ozeans, wo das Leben im Meer blüht und wo tausende und unberührten Orten darauf warten, entdeckt zu werden, haben Wissenschaftler eine Unterwasserbasis errichtet. Sie nutzen moderne U-Boote, um die Weiten des Ozeans zu erforschen. Nach einem Einsatz im Atlantik wurden seltsame Bewegungen im Wasser und undefinierbare Geräusche von den Messgeräten der Wissenschaftler aufgezeichnet. Sie werden nun auf eine Mission geschickt, um die Quelle dieser unbekannten Zeichen zu finden. Tolle Geschichte, bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Und es gibt auch einen eigenen Soundtrack mal wieder, wie bei, mach mich nicht schwach. Ich muss gerade mal schauen. Atlantis. Ach, so einfach. Bei Atlantis hatte er ja auch einen Soundtrack mit eingebaut. Und das war ja Wahnsinn, ne? Ich muss mich auch an dieser Stelle nochmal entschuldigen für die letzte Parktour, weil da irgendwas schiefgelaufen ist. Hier habe ich es jetzt mal ein bisschen so hingekriegt. Ich habe hier auch dann mit den Sounds, das habe ich soweit hingekriegt. Das ist ein bisschen kurios, warum ich die User-Medias hier nicht einfach einfügen kann und dann spielt er mir das ab. Nee, ich muss das erstmal als MP3 umwandeln. So muss ich das mit Trollingburg auch machen, sonst hätte ich die Sounds gar nicht alle gehabt. Es ist ganz, ganz verflixt. Ich hoffe, das funktioniert bei Planko 2 alles viel besser mit diesem User Media und Gedöne. Also hier ist es echt, ich bin nicht der Einzige, der irgendwelche Probleme hat. Es ist schade. Es ist schade, weil viele geben sich Mühe, Sachen zu machen, was am Ende aber dann keinen bringt, weil es nicht funktioniert. Ja? Also wie beim Temo jetzt die letzte Parktour, die Videos, das habe ich nicht hingekriegt. Ich habe es nicht mehr hingekriegt, tut mir leid. Schade drum. Wie gesagt, ich hoffe, es ist bei Planko 2 wesentlich besser. Und kurz vorab noch, hätte ich gern gesagt, die Challenge kommt. Auch bald, ne? Ende September ist ja dann Abgabe, da könnt ihr euch auch schon drüber freuen. Der eine ist fertig, der andere weiß noch nicht, ob es fertig wird. Zwei haben leider schon gesagt, es wird kritisch. Schade, ist schade, dass das so weit gekommen ist. Dennoch wünsche ich es mir sehr, dass das noch irgendwie so klappt und wenn nur die Hälfte steht, wäre trotzdem interessant zu sehen, wohin die Bauweise gegangen ist, ja. Also wenn ihr das Video jetzt hier kurz schaut, ich bringe auch nochmal ein Video raus, allein nur, was die Challenge jetzt angeht, so eine Woche, zwei Wochen vielleicht noch vorher. Ja, nee, eine Woche ist ja dann schon, wenn das Video jetzt hier rauskommt, ist ja schon nur noch zwei Wochen. Also so ein paar Tage vorher werde ich nochmal ein Video raushauen, was nur um die Challenge geht. Jetzt aber trotzdem nochmal gesagt von mir, ich hoffe sehr, dass ihr das trotzdem irgendwie hinkriegt und wenn ihr nur die Hälfte gebaut habt, würde mich super interessieren, was ihr gebaut habt, wie eure Gedanken waren und sonstiges. Von einem habe ich ja schon den Text bekommen, vom Benutzername leider, der gesagt hat, ich schaffe das einfach nicht mehr, der auch ehrlich gesagt hat und seine Gedanken uns geteilt hat, warum, wieso, weshalb. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal und klar, wir können das alle nachvollziehen, dass immer irgendwas dazwischen kommt, immer irgendwas ist.
Gar kein Thema. Aber dennoch hätte es mich interessiert, wie weit ihr gekommen seid und was eure Gedanken waren. Ja? Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, ob ihr fertig seid oder nicht. Nochmal dazu. Und ja, ich würde sagen, wir fackeln nicht lang. Wir starten jetzt hier das Ganze. Und wir schauen mal, was der liebe Biertastic hier für uns gezaubert hat. Subnautic Exploration. Let's go. Überall Blubberbläschen. Hier ist der Eingang. Also hier ist tatsächlich nur ein Coaster drin, ja, weil es ging ja um einen Coaster-Content. Dementsprechend wird aber trotzdem hier, das ist ja Wahnsinn. Okay, da oben ist Wasser. Ich will noch nicht rausgehen. Ich weiß, ich kenne das noch gar nicht hier, das Ding. Also es ist komplett, komplett neu für mich. Also, der eine oder andere von euch wird es wahrscheinlich schon gesehen haben, aber ich nicht. Das Exit, das Entrance. Okay, also hier ist tatsächlich nur so ein, zwei, drei Shops. Zwei Shops und eine Toilette. Okay, und ist zu. Why? Wir lassen es mal zu, weil ich glaube, dass hier tatsächlich so ein bisschen... Jetzt lass mal hier gucken. Hier sind ja Fenster, dann kann ich ja auch mal rausgucken. Aber, hä? Ist das da oben Wasser? Okay. Hä? Oh, hier. Wir werden nachher... wir werden auf jeden Fall mal den Coaster fahren, weil hier geht es ja tatsächlich um einen Coaster. Da werden wir dann mal die Strecke fahren. Ah, hier haben wir dann den Blick auf die Station. Oh, ist schön. Oh, hier. Jetzt sehen wir gleich mehr. Oh, alles schön gemacht hier. Oh, cool. Ah ja, wir sind ja Wissenschaftler. Wir wollen ja gucken, was hier so abgeht. Und dann finde ich ganz cool, dass das hier so... Ach, guck mal, die Schini. Grüße geht raus. Schon. Oh, das sieht auch. Auch das ist doch cool. Das ist schön. Ja. Musikantenstrophen oder hier diese Zuckergussdinger und dann der Kürbis umgedreht. Zack, hat man einen Tintenfisch. Das ist nur ein Bild. Keine Sorge, kein Video. Aber hier mit dem Beamer, das ist ja cool. Das ist eine lustige Idee. Jetzt wieder ausmachen hier. So. Diese kleine Roboter hier, die hier durchfahren. Wie cool ist das denn? Das ist echt mal cool gemacht. Das sieht stark aus. Den Brezel hier. Ah, wie cool. Ah, ich feiere das. Das ist gut. Ist ja eigentlich bald Oktober, gell? Passt ja. Brezel. Dann haben wir hier den Eingang. Dann haben wir hier die Station. Einen kleinen Kran da oben drüber. Wahnsinn. Und das ist dann quasi unser Transportmittel, ja? Womit wir dann fahren. Wir müssen ja gucken, was da unten ist. Bin mal gespannt. Ist auf Test. Aber wir machen mal so. Und dann ist hier nämlich keine Musik. Das hatte ich bei Trollingbook nämlich auch. Ich musste alles nochmal mit Musik versetzen, was auch dazugehört. Weil sonst wäre das voll die Katastrophe geworden bei der Parktour. Das ist nämlich echt kacke. Subnautic Exploration. Ja, dann gucken wir mal. Das ist ja hier top. Ergebnisse. Wow. 244 km max. Okay. 238 Sekunden haben wir, ne? 6, 8, 24, 4 Minuten Fahrt fast. Ja, ich bin alt, ich weiß, mein Kopf rechnet jetzt nicht mehr so wie früher. Deswegen musste ich... Nee, halt, stopp. Warte. Pause. Pause machen wir auf jeden Fall. Und wir schnacken nicht lang. Also Sitzposition war jetzt nichts gesagt worden oder stand auch nichts irgendwo. Ich weiß auch von nichts, es sei denn, ich habe es überlesen, dann tut es mir leid. Aber wir fahren das Ding jetzt hier einfach mal. Ich bin sehr gespannt. Ey, Exploration. Subnautic Exploration.
Okay, Sound funktioniert. Initiation process complete. Alter. Oh. Hey. Hat er das unter Wasser gebaut? Ganz ehrlich, im positiven Sinne jetzt, aber was zur Hölle hat dich dazu geritten, sowas zu bauen? Ey, das ist doch verrückt. Verrückt im positiven Sinne. Also das ist der Wahnsinn, was du hier gebaut hast. Das ist ja, also ganz ehrlich, dafür... Scanning. Geht's noch weiter? Nee, wir sind da. Okay. Also... Als allererstes, vielen Dank für diese Parkbewerbung. Ich glaube, ich wäre niemals darauf gekommen, jetzt bei dir irgendwo was zu gucken oder so. Vielen, vielen Dank dafür erstmal. Ich fand die Bahn tatsächlich noch besser wie die von Atlantis. Also Atlantis war schon top, aber das hier, das sprengt ja jeden Rahmen. Was hast denn da alles hingebaut, mein lieber Mann? Wie lange hast du dafür gebraucht? Wie lang ging der Contest? Bitte, bitte schreib's mal in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt, was du uns dazu sagen wirst. Und ja, wir schauen uns das jetzt hier natürlich mal komplett an. Jo. Vor allem hier, das Ding ist ja phänomenal. Ich weiß gar nicht, wo ich überall anfangen soll. Wir fahren jetzt einmal mal die Strecke ab. Das sieht so wunderschön aus. Also man denkt wirklich, man wäre unter Wasser, ne? Aber hier ist kein Wasser. Aber da oben ist Wasser.
Okay. Was müssen wir uns dann nachher nochmal... Ah, wie cool sieht das denn aus? Das ist mit Spinnenweben gemacht. Okay. Wahnsinn. Wahnsinn. Wow. Ja, wir fahren jetzt einfach mal komplett die Strecke ab. Ohne, dass die Bahn jetzt mal fährt, weil ich will mir das ein bisschen so angucken. Die Raumschiffe hier. Auch gut gemacht. Boah, ey, das muss doch Arbeit ohne Ende gewesen sein. Hammerhart. Das sah auch mega aus mit diesen Ringen. So cool alles. Oh, jetzt muss ich aber mal kurz Licht anmachen. Da geht die Schiene. Und dann da hoch. Okay. Also ein bisschen dunkel jetzt gerade hier. Aber dann, ja, hier, das war ja mega auch. Mit dem unterirdischen Palast. Und dann diese Art Rochen, ne, als gegnerische Feinde oder was auch immer. Oder die beschützen hier ihre kleine Stadt. Wow, ey. Ist da was drin? Nee. Aber hier, guckt euch mal die Einzelteile an. Das war Arbeit ohne Ende. Das kann ich euch sagen. So, dann geht das da hoch. Okay. Na, jetzt bin ich komplett lost. Da ist die Schiene. Dann kommen wir hier hoch. Dann haben wir noch einen kleinen Blick von oben. Kommen wir bestimmt auch noch hin. Auf jeden Fall geht es hier runter. Oh. Soll ein Goldfisch sein? Ach, so schön alles hier. Die ganzen Pflanzen, diese. Also manchmal fehlen mir echt die Worte. Korallen, das wollte ich sagen. Diese ganzen Korallen, guck mal hier, Seesterne. Super schön. Super, super schön. Wirklich. Also hier gibt es nichts auszusetzen, gar nichts. Das ist echt. Und dann hier noch kommst du hier einfach in die Lava rein, ne? Also es ist echt verrückt. Jetzt sehe ich wieder nichts. So. So. Machen wir hier mal wieder Licht aus. Jetzt haben wir hier ein bisschen Licht. Dann kommen wir wieder hier zurück. Erwartet uns hier natürlich nochmal ein anderes Raumschiff. Ah, so ein Lampenfisch. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Der war auch cool hier. Richtig cool gemacht. Das ist ja auch der Wahnsinn hier, ne? Das ist ein Hai, der als Roboter umfunktioniert worden ist, der hier irgendwie so ein Kanonenschutzturm ist. Das ist doch verrückt. Und dann noch hier alles so. Also ehrlich. Hut ab, ey. Für den Gedanken hier. Da muss immer, du musst so eine Idee hinter sein, ja? Guck mal hier, guckt euch das mal an. Das ist ein kompletter Hai, Roboterhai. Den hat er hier konstruiert. Wie geil ist das denn? Tut mir leid, ich muss das jetzt sagen. Das ist mega geil. Ich bin total überwältigt. Also ehrlich, das ist ja der Hammer. Also der Hai, der hat mich jetzt nochmal getriggert, ey. Das ist ja Wahnsinn. Was haben wir hier für ein Tier? Ach, da ist dieses Monster drin, ey. Das sind ja voll die modifizierten Monster hier. Guckt euch das Auge mal an hier noch. So reingemacht. So ein Cyborg-Monster. Geil. Ey, das ist doch der Hammer. Das ist der Hammer. Ich feiere das. Auf so eine Idee wäre ich niemals gekommen. Nie. Dann noch hier so die Spinnenbeinchen und so gemacht. Alter Schwede. Ist das ein geiles Teil, ey.
Unfassbar. Unfassbar. Wie viel Arbeit die hier reingesteckt wurde. Also, du musst doch den ersten Platz gemacht haben, oder? Kann ich mir nicht anders vorstellen. Channel 5 Gaming, da müsste doch hier komplett aus dem Häuschen gewesen sein, als sie den Pack hier gesehen haben. Ich guck mal, ob ich den Link zu Channel 5 bekomme und bestimmt werde ich den finden. Dann werde ich mir das mal angucken. Ist nur Fassade, aber hier trotzdem cool gemacht. Und wir sind immer noch nicht da, wo diese ganzen... wie geht hier die Kurve jetzt? Da runter, ne? Ja. Wo die Monster drinne sind. Quasi die Höhle. Jetzt wird es hier ein bisschen dunkel. Jetzt wird es wieder heller. Ja. Geht's hier die Kurve rum? Plankton. Ja, jetzt kommen wir hier zur Höhle. Hier bremst das ab und dann war ja hier dieses Monster. Hä? Ach so, hat ein, wie sagt man? Und dann hier das Teil, ne? Oh, hier buggt's aber. Oh, hier buggt's aber ganz gewaltig. Was heißt das denn? Hä? Oh, hoffentlich stürzt das Spiel gleich nicht ab. Ich hoffe es so sehr, dass es jetzt nicht abstürzt, aber das ist ja okay. Wie funktioniert das denn? Das ist ja quasi ein Virus. Voll gebuggt. Okay, krass. Aber das Ding war ja auch der Hammer, ne? Sah auch gut aus. Krass, krass, krass. Auf jeden Fall haben wir es zerstört. Dann kamen ja hier überall diese Monster raus aus den Löchern. Das fand ich auch richtig krass geil gemacht. Also... Und dann kommen wir schon langsam wieder zurück zur Station. Ja. Gut. Ja, was bleibt mir denn anders übrig, als nochmal hier eine Fahrt damit zu machen? Und vielleicht fahren wir diese auch mal hinten. Ich meine, so mal Pause. Ach Quatsch, ich muss ja erstmal noch entsperren. So. So. Und dann fahren wir das Ganze mal. Ja, aber... In einer anderen Perspektive, die nehmen wir mal, oder? Ja, die nehmen wir mal, ja. Okay. Das sollte doch jetzt hier... Jo, was anderes kann ich ja nicht machen. Dann fahren wir das gute Ding nochmal von der letzten Reihe aus. Da haben wir vielleicht ein bisschen mehr Blick. Und ja, Atlantis zeige ich euch da oben nochmal. Könnt ihr auch gleich draufklicken und am Ende werde ich das auch nochmal verlinken. Und in der Videobeschreibung könnt ihr auch diesen Park hier finden. Oh. Oh. Nee, das ist nicht cool. Oder war das normal? Ich hoffe, das klappt jetzt. Ah, das war bestimmt normal. Wenn du vorne sitzt, dann ist das wahrscheinlich gar nicht mit der Tür, oder? Die Tür geht auf. Tür geht wieder zu. Das ist ja so noch richtig. Ja, okay, das ist normal. Ah, jetzt sehen wir leider nichts. Ah, doch. Initiation process complete. Jetzt müssen wir nach hinten. Och, Seepferdchen, die habe ich gar nicht gesehen. Oh. Da kommt ein Soundtrack dazu, ne?
evacuate. Ich muss gleich auf jeden Fall gucken, ob wir hier unter Wasser sind oder nicht. Also das ist ja ganz, ganz gut, weil da oben ist ja Wasser. Hinten wie vorne, einfach nur fantastisch. Richtig, richtig schön. Richtig coole Fahrt. Also, Chapeau, Chapeau, Chapeau. Sehr, sehr cool. Ja. Ich guck mal hier nochmal raus, hier beim Ausgang. Ah, dann kommen wir hier direkt raus. Okay. Jetzt würde mich aber mal interessieren, warum hier Wasser ist. Aber ihr seht das doch, oder? Könnt ihr das sehen? Doch, müsste man sehen können, ne? Hier ist Wasser. Wie geht das? Ach, guck mal. Ach, du lieber Gott. Ich mach mal grad. Ich mach mal grad hier so 12 Uhr. Ach. Na, komm schon. So, 12. Und so sieht das Ganze hier von außen aus. Okay. Alter Schwede, der hat einen kompletten Berg hochgezogen und hat dann hier einfach Wasser drauf gemacht. Aber wie geht das? Krass. Und dann sieht das aus, als ob du wirklich unter Wasser wärst. Wahnsinn. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ihr seid die Experten. Ich bin derjenige, der es zeigt. Sehr gerne sogar zeigt. Also wirklich. Das ist ja hier phänomenal alles. Ich weiß zwar nicht, wo ich jetzt hier bin. Hier ist mal ein Eingang. Das sind die Roboter. Und hier ist der Ausgang. Ja, das ist ja verrückt. So verrückt. Alles. Ja. Ja, ich denke mal, wir sind hier am Ende und wenn euch natürlich die Parktour gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen und
gerne auch ein Abo dalassen und gerne auch bei Discord vorbeikommen. Alle Links zu diesem Park, zu unserem Discord-Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie die Timestamps. Ich weiß noch nicht, was für Timestamps ich hier reinmachen werde, aber ja. Und nein, ich habe es fast vergessen. Oh Gott, riesige Info. Oh mein Gott, wenn dieser Park hier rauskommt am Sonntag, ich weiß ja nicht, welcher Sonntag, müsste glaube ich der 22. sein, 22. September ist heute, sollte so heute sein, sagen wir mal so, und wir sind gestern, also wenn heute Sonntag wäre, waren wir gestern bei Mitaro, wir haben den besucht und ich darf verraten, dass wir Bella Italia aufgenommen haben, also könnt ihr euch freuen. Bella Italia, die Parktour, ist aufgenommen und wird demnächst bei uns auf dem Kanal zu finden werden. Also schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie sehr ihr euch freut. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Subnautic Exploration Contest, Achterbahn, Gedöne, was auch immer, Channel 5 Gaming Contest haltet. Gerne rein damit. Ich freue mich auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahn, Träume und Gaming Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters Magie. Drum abonniert uns.